Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Port von Digimon Masters Online. Wir haben die Quest geschafft. Und wir haben es completed. Alles, was wir jetzt bekommen, ist ein Trimogemon Digi-Ei. Ganz viel Säugetier-DNA, also Beast. Alter, die Quest gab's früher nur gar nicht. Scheiße, ist das geil. Also nehmen wir das Beast, die Beast Datas. Halt. Nein. Aber Quest-Items gehen auf alle 100%. Jetzt bin ich mal gespannt. Du heißt jetzt Bora. Was ist das denn? Ist das Andromon? Ein maulwurfförmiges Simon mit einem gut entwickelten Nasenbohrer. So, jetzt haben wir das hier. Können wir auch zu Bohrer wechseln? Da haben wir ihn. Das ist Bohrer. Wenn man jetzt bei Bohrer das einsetzt, dann hat man das Reiter-Item freigeschaltet. Das heißt, solange wir Digisoul, glaube ich, haben, können wir auf Trimogemon reiten. Ist das toll! Einen Nachteil hat es allerdings. Wir können auf Trimogemon zwar reiten, aber wir können keine Attacken, glaube ich, von hier oben einsetzen. Und auf einmal werden die ganzen Trimogemons alle zu stark. Und wir sind außerdem auch noch die kleinsten. Wir sind gerade mal so groß wie der hier, sogar noch ein bisschen kleiner. Und hier hängt es nicht mal mit dem Level zusammen. Haben schon gleich wieder verloren. Aber ich glaube, das schaffen wir. Bei Elecmon ist Rookie Level, ist es gerade noch so machbar. Ja, das sieht noch. Gleich mit einem starken Angriff angreifen und schon hat man es eigentlich geschafft. So bekommt man auch sehr schnell Level-Ups. Das ist sehr gut. Aber die ganzen Digimon sind vor allem da unten an, ich kann nicht mehr reden, um an Beast-Daten zu kommen, früher oder später. Weil wenn man dann nämlich gegen jetzt ein Trimogemon oder ein stärkeres Digimon kämpfen würde, würde das allerdings nicht sehr viel Sinn machen, wenn man da jetzt mit einem Level 1er da attackieren würde. Danke. Wie zum Beispiel der Leader hier, der könnte schon etwas härter sein. Komm, Trimogemon, wir gehen zurück. Ich glaube, die Leader sind auch vor allem die, die immer von alleine angreifen. Hier nicht, aber woanders wird es dann ganz besonders schlimm. So. Da haben wir noch was zu scannen. Es gibt übrigens verschiedene Säugetiertypen, Eier.
Wenn wir das uns mal richtig ansehen, dann haben wir hier ein Bi 7 Beastige-Eier, die einfach nur einen normalen grauen Rahmen haben. Hier haben wir allerdings Beast-Eier, die einen grünen Rahmen haben. Kann man auch hier sehen, vor allem. Diese grünen Rahmigen sind vor allem die, die uns dann die Daten später ausspucken. Diese braucht man dann zum Beispiel. Es gibt aber auch verschiedene Typen von Daten. Es gibt Low-Class-Daten, es gibt Middle-Class- und High-Class-Daten. Daten. Diese sind dafür da, dass man sozusagen das Digimon entwickeln kann. Allerdings geht nicht immer alles. Denn manche Digimon brauchen dann auch verschiedene Mengen und verschiedene Typen von Daten. Das ist einer der Gründe, warum es sich immer lohnt, verschiedene Typen von Daten zu sammeln. So. Und diese hier spucken manchmal auch gar nichts aus, aber vor allem Items. Vor allem Items sind sehr wichtig. So, wir haben hier übrigens auch noch ein Stormon, ey. Eck. Die scannt auch. Okay. Ey, was ist denn das denn? Ein schwarzes Galantmon. Das sieht ja geil aus. Hallo? Ich möchte gerne meine Eierschalen reinsetzen. Habe jetzt 3 Mega. Was kann ich noch machen? Ich glaube nicht. Deswegen geht man jetzt hier raus. Ich gehe noch mal hier kurz rein. Ja, ich glaube, dass hier nicht. Nein, das kann man nicht. Dachte, das kann man so. Kann man wohl nicht. So. Man kann aber maximal nur 3 Digimon mit sich haben. Es gibt aber auch ein Digimon-Lager, glaube ich. Ja, hier nämlich. Denn hier kann man mindestens auch ein weiteres Digimon lagern. Alles andere muss man sich freischalten. Entweder bekommt man die Items irgendwann mal per Quests. Oder eben. Oder man muss eben dafür bezahlen, wenn man es vor allem dringend braucht. Denn das ist ja so ein typisches, jetzt würde man sagen, Pay-to-Win-Spiel. Also bezahle dafür und dann gewinnst du auch hundertprozentig den Kampf. Ist klar, oder? Allerdings gibt es auch manchmal Events, da bekommt man auch solche Items. Das weiß ich von früher noch. Feiertags-Events, wie zum Beispiel Weihnachten, bekam man doch einfach mal so spezielle Items. Irgendwo gab es auch eine Schaltfläche. Shit. Ich glaube, hier war es. Man bekommt auch noch Login-Boni und so. Und man bekommt irgendwann mal auch die Eier. Okay. Interessant. Man braucht sich eine Woche einloggen, dann bekommt man so die Eier. Alter, das gab es früher gar nicht. Aber wenn man die Digi-Eier ja selber nicht gebrauchen kann, weil man zum Beispiel erstens das Digimon nicht mag oder zweitens irgendwas anderes, dann kann man die auch verkaufen. Und zwar muss man sich dann erkundigen, für wie viel die anderen das verkaufen. Und dann kann man das selber machen. Wenn die dann zu dir vorbeikommen, die wollen das Digimon haben, weil stark oder so, dann kaufen die das ab. Leider klappt das aber nicht immer. Ich habe zum Beispiel damals 2 Stunden rumgesessen, ohne dass da was passiert ist. Schade.
Naja, so ist es nun mal im Digimon-Dasein. Kaufe oder kaufe nicht, ist egal. Hier gibt es übrigens noch was zu bereden mit Rufen. Ah, das ist... Was sind das? Black Power Gloves. Black Star Hoodie. Okay. Wir haben jetzt ziemlich viele Items. Manche können wir wegwerfen, aber manche braucht man auch. Use this ticket to get items dazu. Wo kann man das bitte schön einlösen? War das bei... Scheingrämon, wo wir eben waren. Au, oh, Blecker, oh Mann. Blackarurumon kann übrigens auch, also jedes Digimon hier, kann im Spiel auch Digi-Eier ausspucken. So kann zum Beispiel Blackarurumon dir ein Blackabumon-Ei ausspucken. Das geht alles. Man muss nur wissen, wie man damit umgeht. Und da ist das Problem. Die Eier haben eine sehr hohe Sterberate. Einmal benutzt, kann man nicht sicher gehen, dass es auch wirklich ein Erfolg wird. So ist das Sammeln der Digimon eine sehr langwierige Sache, was zum anderen auch einen Nachteil mit sich bringen könnte. Ich werde auch so eine Karte einsetzen. Sag mal hier. Oh nein. Ich habe kein Seal Opener Item. Was ist denn das überhaupt? Open ist Opener Seal. Item to activate his effect. Aber wir bekommen das Teil. Schau mal nirgendwo. Schade. Ich hatte auch einen Garurumon. Das ist schon zu Metall-Garurumon limitiert, damals. Ah, oh, das alles habe ich verloren. Aber es konnte man auch nicht entkommen, weil Steam hat es sozusagen übernommen, auch zum Teil auch mit, dass man es kostenlos spielen kann. Und dadurch musste man sich halt einen neuen Account anschaffen. Das ist leider das Opfer, was man bringen muss, um Digimon auch jetzt bei Steam spielen zu können. Das ist wirklich das Einzige, um es überhaupt bei Steam spielen zu können. Der einzige Weg. Weil auf der anderen Webseite und so, also die, das ist dann umgezogen auf eine andere Seite. Und da habe ich mir auch so gedacht, ja, wenn das umgezogen ist, da habe ich mir so gedacht, da gibt es auch sicher meine Account-Daten nicht mehr, weil ich mich so
lange nicht mehr eingeloggt habe. Deswegen habe ich jetzt hier neu angefangen mit meinem Argument. Aber dass wir so cool werden wie hier, das wird wohl leider nichts werden. Rest in Peace, Granny. Wir haben Rookie. Oh, wir sind falsch rumgelaufen. Oh nein, wie kommen wir jetzt dahin? Das haben wir, wo sollen wir euch ausrennen? Ich habe so einen scheiß Orientierungssinn. Das glaubt man gar nicht. Also das Einzige, was man machen kann, ist einmal drumherum rennen. Ach, wisst ihr was? Wir müssen nicht so drumherum rennen. Drehmorgen. Ist nicht gerade das Schnellste vom Ei. Aber ich habe das Gefühl, das wird was. Also auch nicht hier. Aber in der richtigen Richtung sind wir schon mal. Müssen wir einfach hier so drum laufen. Mann, selbst mein Garurumon war schneller als das. Aber wir sind auf dem besten Weg dorthin. Es wird nämlich schon weniger. Shiratori. Oh, da sind wir. Hallo. Einfach Quests annehmen und machen. Fertig. So. Dann quasseln wir mit den Typen hier. Das Gute ist, man bekommt Geld. Das war Koromons. Bewegen sich ja gar nicht. Oh, Koromons spucken Dracheneier aus. Weil Koromon ja eigentlich auch die, sagen wir mal, die Grundstufe von Agumon ist. Die Ausbildungsstufe. Wenn man jetzt nämlich wechselt, sind manche Koromons dunkelblau und die anderen durchsichtig. Die durchsichtigen sind alle schon zu stark. Oh, diese Karten! Wäre es nicht besser, die zu verkaufen? Okay, wir haben seine Reserve. Wenn man das nämlich richtig macht, hat man innerhalb kürzer Zeit sehr viel Geld. Hallo. Was bekommt... Was ist denn das? Eine Typ-Version 101 Digivice-Version 1. Was ist das? Was willst du von mir? Na egal. So wie wir es können, einfach Quest annehmen, kämpfen, Quest annehmen, kämpfen, Quest annehmen, kämpfen. Das ist nämlich der beste Weg zum Leveln. Denn Argumon ist schon Level 15. Dann ich glaube Level 20 oder so erlernt er das Ultra-Level. Terror auf Dreamorgemon.
Oh, es ist weg. Ich kann nie attackieren. Was machen die da? Ey, ich war zuerst da. Attacke! Das ist nie. Das sammelt das nicht mal ein! Was für ein Mongoloid, ey! Das ist der Typ von Digimon Tamers. Das ist so die Schule, ey. Ja, alles, was hier in der Schule auftritt, das ist die Lehrerin Frau Asanoma aus Tamers. Warte mal. Yep. Aber leider gibt es ja keinen Takato. Takato gibt es so als Spieler nicht. Wenn man Insekten-Digimon will, ist man hier auf dem besten Wege dorthin. So. Aber Kuhlemann habe ich hier schon. Das ist soweit so gut. In Ordnung. Es gibt hier eine neue Quest. Aber mehr als Quest annehmen und so ist es, gibt es nicht. Danke. Ah! Erstmal return ich ein paar Items. Hahaha, Dankeschön. Wie ist es nicht zum Return? Dann ist es. Warum bekomme ich die Quest-Item, das sich nennt? I don't have time for this. Inventar ist voll. Nach wie vor. Manchmal haben wir auch sehr nutzloses Unrat. Aber es ist eben nicht alles nutzlos. Das ist es ja. Los, Kuhnemann! Du bist Level 1. Na du, wie geht's dir? Digitamamon im DRTS Center. Da muss ich wohl hin. Irgendwo kann man doch sicher auch jumpen, oder? Scheingraymon. Eigel will ich. Ach, egal. Da merkt man, was zu stark ist und was nicht. Alter, in dieser hier zerklappt noch weitere Dinger, ja. Hallo Benmon. Benmon ist ganz niedlich. Das einzige, was ich schade finde, ist, diese Digimon hier bewegen sich nicht schneller als die gegenüberliegenden Gegenspieler. Vielleicht geringfügig schneller. Aber super. Ja. Bin ein bisschen müde. Hallo Straßenkatze. Vor allem, dass ihr es nicht.